Moin zusammen, hallo Leute, ich grüße euch. Mein Online-Name ist Barbara auf der Heide. Ich habe Fibromyalgie und behandle diese seit knapp 6 Jahren mit Guaifenesin. Hier geht es größtenteils um diese Therapie mit Guaifenesin zur Behandlung der Fibromyalgie. Es geht auch um kohlenhydratreduzierte Ernährung und manchmal geht es auch um was anderes. Hier auf dem Blog oder überhaupt in meinen Beiträgen duze ich in der Regel. In Gesprächen, die ich dann zum Beispiel am Telefon habe oder auch beim Kartieren, da passe ich mich dann so an, wie ihr das vorschlagt. Also wird auch manche Unterhaltung in der Sie-Form geführt, je nachdem, wie ihr das gerne habt. Ja, heute möchte ich darüber berichten, wie eine Kartierung bei mir abläuft. Und am besten fange ich erstmal an, da zu erklären, was denn eine Kartierung überhaupt ist, denn das weiß vielleicht auch nicht jeder, der jetzt gerade zuschaut. Beim Kartieren handelt es sich um das sanfte Abtasten der Körperoberfläche und bei Betroffenen natürlich. Und die Körperoberfläche wird untersucht auf Schwellungen und Verhärtungen, die dann in eine Körperkarte eingetragen werden. Das kann zum Beispiel so aussehen wie diese hier. Das ist eine Kartierung von mir. Ja, da sieht man halt, da bin ich kartiert worden und man sieht, welche Stellen da so abgetastet wurden, was da so gefunden wurde an Verhärtungen und Schwellungen. Ja, der Dr. Saint-Amant, von dem ja die Guaifenesin-Therapie stammt, der verwendet diese Kartierung nicht nur zur Dosisfindung oder zum Aufspüren von Salicylaten, wenn vielleicht eine Blockierung vorliegt, also um festzustellen, ob eine Blockierung durchliegt, dafür kann man es halt auch verwenden. Er benutzt es eben auch zur Diagnosestellung. Also er kann anhand der Kartierung erkennen, ob jemand Fibromyalgie hat oder nicht. Wenn du von mir kartiert werden möchtest, dann ruf mich am besten an oder schick mir auch eine Mail, damit wir einen Termin vereinbaren können. Ich finde ja eine telefonische Terminabsprache immer besser, weil man dann mal eben schnell so ein bisschen jonglieren kann und sich absprechen kann. Aber es geht natürlich auch per Mail. Ich weiß, dass das für manche besser machbar ist. Ja, manche nehmen weite Entfernungen auf sich, weil es einfach nicht so viele Kartierer gibt. Und manchmal muss dann eine Übernachtung mit eingeplant werden. Für diesen Fall habe ich auf meiner Webseite in meinem Downloadbereich ein PDF-Dokument zum Download mit gelisteten Unterkünften. Ich möchte aber, also mit Unterkünften hier aus der Umgebung. Ich möchte aber ausdrücklich sagen, dass das keine Empfehlungen von mir sind, sondern ich habe einfach nur etwas zusammengesucht, eine Liste erstellt. Ich habe keine Erfahrung über diese Unterkünfte. Ich weiß nichts darüber. Und ich freue mich auch über Rückmeldungen. Wenn ich also erfahre, da war man gut untergebracht, dann freue ich mich immer über solche Rückmeldungen. Bisher habe ich keine negativen Rückmeldungen bekommen. Und es ist eigentlich so querbeet alles Mögliche dabei, so von günstig, wo das Bad teils auf dem Flur untergebracht ist, da muss man dann eben auch drauf achten, bis auch etwas komfortabler und ein bisschen teurer, ist so eine Mischung von allem dabei. Ja, ich kartiere in meinen Coachingraum. Ich bin ja als Ernährungscoach auch tätig und habe einen Coachingraum und dort habe ich auch eine Behandlungsliege, in der ich dann die Kartierung, auf der ich dann die Kartierung durchführe. Die Kartierung an sich, die reine Zeit dafür liegt zwischen 45 Minuten und 60 Minuten, also dreiviertel bis eine Stunde dauert eine Kartierung, die reine Zeit fürs Kartieren. Ja, und im Anschluss schauen wir uns dann gemeinsam die Kartierung an. Sprechen vielleicht auch über die einzelnen Bereiche. Du bekommst dann die Kartierung mit, das ist deine. Bezahlst nicht für die Kartierung. Eine Kartierung kostet 50 Euro und damit ist es abgeschlossen. Damit ist die Kartierung abgeschlossen. Was ich nicht mache, das ist eine Diagnose stellen. Das macht Dr. Saint-Amant, aber ich bin kein Arzt, ich darf das gar nicht. Also ich darf nicht sagen, anhand dieser Kartierung erkennt man, dass du Fibromyalgie hast. Das werde ich nicht machen, weil ich das auch gar nicht darf. Ja, in der Regel plane ich für so eine Kartierung ein bisschen mehr Zeit ab, weil oft im Anschluss noch Redebedarf ist, Gesprächsbedarf. Und das plane ich einfach auch ein bisschen mit ein. Im Rahmen der Selbsthilfe versuche ich dann Unklarheiten zu klären, Fragen zu beantworten.
Ich schaue auch gern nach Salicylaten bei Pflegeprodukten oder bei Nahrungsergänzungen. Wenn ich da nochmal drüber schauen soll, mache ich das gern. Das kannst du dann am besten mitbringen. Ja, und ich versuche eben Fragen zu beantworten, wenn soweit mir das eben möglich ist. Das ist ganz unterschiedlich. Also meist plane ich so eine halbe Stunde noch zusätzlich mit ein. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen zu der Kartierung? Ja, also im Gegensatz zu anderen Kartierern kartiere ich inzwischen nicht mehr ganz so gerne über der Kleidung. Es wird ja normalerweise über der Kleidung kartiert und ich mache das auch. Das funktioniert auch. Aber es gibt manchmal Stoffe, bei denen das für mich nicht so gut klappt. Eigentlich ist es besser, über der Kleidung zu kartieren, weil man dann nicht so diese Hautreibung hat. Und dann kann man es wirklich, also so wie bei diesem hier, das ist ein ganz normales T-Shirt, da kann ich super drüber kartieren, das ist kein Problem. Aber manchmal ist es so, dass ich den Stoff zu sehr fühle, also das Gewebte des Stoffes oder das Gestrickte oder was auch immer. Das ist dann für mich zu deutlich. Und da komme ich dann nicht so gut mit zurecht. Also es ist immer besser, wenn der Stoff fein ist. Also es ist oft so, dass jemand, der von mir kartiert wird, dann eben sich auch so nach und nach entblättern muss. Das wollte ich einfach auch nur noch mal kurz dazu sagen. Es wird von Kopf bis Fuß kartiert und die Stellen, die du als schmerzhaft empfindest, die bleiben völlig unberücksichtigt. Also ich quäle dich natürlich nicht unnötig. Ich wollte damit nur sagen, dass es nicht darum geht, wo du Schmerzen hast, sondern das fühle ich manchmal ganz anders. Also es kann sein, dass ich Bereiche fühle, die dir überhaupt keine Schmerzen bereiten und dass da, wo du Schmerzen hast, ich gar nichts erfasse. Das ist völlig normal. Und insofern also die schmerzhaften Stellen bleiben unberücksichtigt. Es wird dann also nicht eingetragen. Ja, und was mir auch nochmal wichtig ist zu sagen, da sind viele dann doch erstaunt. Es gibt ja diese Vorgabe von Amang, dass der linke Oberschenkel nach 4 Wochen mit richtiger Dosierung frei ist. Und da muss man jetzt so diese Bezeichnung, der linke Oberschenkel ist frei. Was bedeutet das? Also es ist nicht so, dass der ganze linke Oberschenkel jetzt frei von der Fibromyalgie ist. Das ist damit nicht gemeint, sondern es geht nur um diese Region, die abgetastet wird, einmal im oberen Bereich des Oberschenkels und einmal an der Seite. Und das wird auch nur mit einem gewissen Druck gemacht. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Bereiche, die auch betroffen sind, die auch bei der Kartierung gar nicht erfasst werden. Also es wird wirklich einfach nur die Hautoberfläche, also die Körperoberfläche erfasst. Und das auch nur in bestimmten Regionen, also nicht am komplett ganzen Körper. Da wird sich halt an den Vorgaben von Amang orientiert. Und so ist es also nicht so, dass der linke Oberschenkel wirklich frei ist, sondern der Bereich, der abgetastet wird, der ist dann, da sind dann die Stellen, die vorher gefunden wurden, nicht mehr zu sehen, nicht mehr zu fühlen, wenn man die richtige Dosis hat und 4 Wochen Guaifenesin in dieser Dosis eingenommen hat. Ja, ich hoffe, ich konnte nun etwas Transparenz schaffen zu dieser Sache, wie läuft eine Kartierung ab. Ich freue mich, wenn du dich meldest, wenn es Unklarheiten gibt oder wenn du Fragen hast. Melde dich gern bei mir oder wenn du möchtest, schreib auch gern unten in die Kommentare und schreib dorthin, was du mir sagen möchtest. Nächste Woche bin ich ja auf dem Weg nach Düsseldorf. Und ich muss mal schauen, ob ich es wirklich noch umsetzen kann, ein Video hochzuladen. Ich hoffe, dass ich das schaffe, aber es kann passieren, dass ich nächste Woche kein Video hochlade. Dann melde ich mich aber auch irgendwie kurz. So, nun macht's gut. Ich sende euch liebe Grüße. Bis bald.